Ja, guten Morgen allerseits. Willkommen zur Vorlesung Diskrete Strukturen. Wir hatten letztes Mal diesen Einführungsteil abgeschlossen und jetzt geht es im nächsten Kapitel weiter mit Graphen. Und da wollen wir, also wir hatten schon gesehen, ich meine, man kann auch dieses ganze Konstrukt, kann man auch mit Graphen loslegen und gleich Graphen einführen, denn Graphen sind extrem wichtig in der Informatik, in den Wissenschaften überhaupt zur Repräsentation, auch gerade komplexer Strukturen, kann man Graphen viel verwenden. Man kann die ganze Vorlesung eigentlich, könnte man die, wie gesagt, auch auf Graphen aufsetzen. Wir haben aber uns bewusst hier entschieden, mit Mengen loszulegen, Mengen und dann Relationen, wie wir gesehen haben, und dann binäre Relationen und da sieht man dann, dass sozusagen Graphen schon irgendwo auch als Teil von binären Relationen gesehen werden oder als eine Darstellung binärer Relationen. Und ich glaube, diese Einsicht ist ganz nützlich, weil die ermöglicht es einem auch viel leichter dann zu verstehen, was zum Beispiel ein sogenannter Hypergraph ist. Das ist nämlich dann einfach eine grafische Darstellung von Relationen, die nicht mehr binär sind, sondern in höherer Ordnung. Aber eben auch wieder Relationen und damit Mengen. Das heißt, wir haben gesehen, wir können Mengen einführen und dann als Spezialfall von Mengen können wir Relationen einführen, so wie ich es letztes Mal in der Zusammenfassung dargestellt habe. Und wenn man binäre Relationen betrachtet, dann kann man die als Graphen darstellen. Graphen spielen in vielen Anwendungen eine enorm wichtige Rolle. Also ein Beispiel, was ich ja schon mehrfach angesprochen hatte bei Graphen, sind im Kontext kürzester Wege Karten. Ja, und das ist ganz egal, ob Sie hier zum Beispiel das Schnellbahnnetz des MVV nehmen, nicht? Und dann gibt es so Fragen, die Sie beantworten können. Zum Beispiel, wenn wir hier ein bisschen ranzoomen, sehen wir, hier sind wir in Garching, nicht? Und dann wollen Sie irgendwo hinkommen, meinetwegen zum Flughafen. Und dann können Sie sich fragen, was ist jetzt der schnellste Weg zum Flughafen? Eine Frage, die sich sozusagen täglich Hunderte, Tausende von Menschen stellen und wo es, wie Sie wissen, entsprechende Programme gibt, die das für Sie berechnen. Und was machen diese Programme? Im Grunde machen die nichts anderes als kürzeste Wege berechnen. Dann kann man noch differenzieren, was kürzester Weg heißt. Wie sieht das aus? Man kann sich hier so vorstellen, jede Station in diesem MVV-Netz ist ein Knoten im Graphen. Die Verbindungen da sind Kanten in diesem Graphen. Und dann kann das auch zum Teil sein, dass es gerichtete Kanten gibt. Also zum Beispiel bei Autos gibt es natürlich Einbahnstraßen, wo sie nur in einer Richtung lang können und nicht in die andere. Dann haben sie also wirklich auch gerichtete Graphen, um das zu repräsentieren. Beim MVV sind es typischerweise ungerichtete Kanten, in dem Sinne, dass in beiden Richtungen natürlich fahrbar ist, im Allgemeinen. Genau. Und dann kann man an die Kanten, kann man dann, Sie wissen das aus Erfahrung, dass nicht jede U-Bahn-Station gleich lang braucht von einer zur nächsten. Da gibt es Stationen, wo Sie sehr viel länger fahren. Das heißt, Sie würden natürlich an diese Kanten im Zweifelsfall die durchschnittliche Fahrzeit anheften. Und dann können Sie berechnen, was ist der Weg mit kürzester Gesamtfahrzeit. Und da müssen Sie einfach nur die Fahrzeiten der einzelnen Kanten aufsummieren. Und das lässt sich eben berechnen, unter allen denkbaren Wegen den schnellsten zu finden mit sogenannten kürzesten Wegalgorithmen. Typischerweise würden Sie die Fahrzeit optimieren, wenn Sie sich da ein bisschen genauer mit reinfuchsen, sehen Sie auch im Auto-Navi, können Sie zum Teil auch Strecke minimieren. Ja, wenn Sie sagen, gut, Fahrzeit ist auch nicht alles, ich möchte auch Strecke und damit Benzin minimieren, dann würden Sie sozusagen vielleicht Autobahnen nicht unbedingt favorisieren oder Sie sagen, Sie wollen lieber Autobahnen. Da kann man also auch noch gewisse Präferenzen eingeben. Und was machten diese Präferenzen führen dazu, dass die Gewichte an den Kanten sich verändern und damit der entsprechend optimale Weg jeweils im Zweifelsfall ein anderer ist. Nicht? Und das kann man machen bei Schnellbahnnetzen wie dem MVV, wo offensichtlich ist, was die Knoten sind. Das sind nämlich die U-Bahn-Stationen. Im Straßenverkehr können Sie das aber durchaus auch machen. Sie können einfach das Verkehrsnetz nehmen und im Grunde ist jede Kreuzung, wo Sie potenziell abbiegen können, ist ein Knoten im Graphen und die Straßenstücke dazwischen sind die Kanten. Und
Und dann eben auch können Sie da die Kilometer anheften, um die minimale Strecke zu finden. Für Fußgänger ist das ganz nützlich. Oder Sie können Laufzeiten anheften und dann kürzeste Wege im Sinne der Laufzeit berechnen. Und Sie wissen es, wenn man jetzt Google Maps hernimmt, dass es sieht natürlich unterschiedlich aus, ob Sie mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder was weiß ich wie unterwegs sind. Und das kann man alles einstellen. Und was da passiert, ist, dass immer die Kantengewichte entsprechend den Präferenzen moduliert werden. Aber am Ende ist es ein Graph und kürzeste Wege. Das ist also eine ganz typische Anwendung. Und natürlich, wenn Sie sozusagen sowas wie Google haben, da werden auch aktuelle Verkehrsmeldungen eingespielt. Das heißt, die Graphen, auf denen die kürzesten Wege berechnet werden, die werden kontinuierlich aktualisiert und hin und wieder, warten Sie mal, ich mache mal das, die Hintergrundfilter noch an, Frau hat mich gerade darauf hingewiesen, dass der Hintergrundfilter nicht an ist. Machen wir den ruhig noch an, dass es nicht so flackert im Hintergrund. Genau, das ist also sozusagen ein Beispiel. Genau, die Graphen werden kontinuierlich aktualisiert und das ist bei großen Graphen nicht ganz ohne. Ja, das heißt, was genau genommen solche Navis machen, sind oftmals nicht einfache kürzeste Wegberechnungen, sondern wenn Sie da ins Detail gehen, werden da viel auch Approximationen eingesetzt, Heuristiken, dass sozusagen Abschätzungen einfließen. Und das erkennt man beim Navi oft daran, dass das erlebe ich immer wieder auf bestimmten Strecken, meint Google Maps oder wer auch immer als Navi gerade läuft, meint die Strecke A wäre die kürzeste. Sie wissen aber, weil sie das dauernd fahren, dass B immer schneller ist. Und was erstaunlich ist manchmal, sie weichen dann, obwohl das Navi sagt, Strecke A sollte man nehmen, weichen sie auf Strecke B aus und ein paar Sekunden später stellt auch das Navi fest, oh ja, die Strecke ist viel kürzer. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Berechnet der nicht den optimalen Pfad oder hat sich irgendwas geändert? Ja, das sind einfach Heuristiken, die im Hintergrund laufen. Da werden nicht dauernd alle Strecken immer wieder sozusagen aktualisiert. Und erst wenn Sie dann eine neue Strecke einschlagen, werden die Heuristiken sozusagen überarbeitet. Und das führt also dazu, dass manchmal dann sozusagen die kürzesten Wege nicht immer optimal sind. Das ist einfach ein Trade-off, weil der User natürlich auch Informationen in Echtzeit braucht und man kann nicht on the fly dauernd den kürzesten Weg immer wieder neu berechnen. Das wäre einfach nicht rechentechnisch nicht schnell genug. Aber das ist eine eigene Wissenschaft für sich sozusagen über den Standard kürzesten Weg-Algorithmus hinaus, wie man mit Heuristiken Sachen noch weiter beschleunigen kann. Auch ein ganz spannendes Thema. Die erste Frage ist da immer wieder, ist das überhaupt berechenbar in vernünftigen Laufzeiten? In der Informatik heißt das typischerweise in polynomieller Laufzeit. Das ist etwas, was Sie noch kennenlernen werden im Laufe des Studiums. Polynomiell heißt eben, dass die Laufzeit zur Berechnung des Problems polynomiell in der Größe der Eingabe ist. Bei Graphen ist das typischerweise die Anzahl der Knoten oder die Anzahl der Kanten. Das ist eigentlich egal, weil wenn es polynomiell in einem ist, ist es auch polynomiell im anderen. Und blöd ist es, wenn Sie eine Lösung haben, die exponentielle Laufzeit hat. Das bedeutet letztlich, dass Sie im Prinzip Ihnen keine bessere Wahl bleibt, als alles durchzuprobieren. Und das ist bei großen Graphen dann sehr unschön. Das ist zum Beispiel typisch für das sogenannte Traveling Salesman Problem, das Problem des Handlungsreisenden. Der sucht nämlich nicht kürzeste Wege, sondern da ist die Aufgabe des Handlungsreisenden, dass der einen Graphen hat und eine bestimmte Anzahl Knoten besuchen muss. Entweder alle Knoten eines Graphen oder zumindest eine bestimmte Anzahl Knoten, die er sozusagen abfahren muss, wie eben ein Handlungsreisender, ein Verkäufer, der verschiedene Orte ansteuern muss auf seiner Tour. Und die Frage ist, was ist die schnellste Tour, in der man alle Orte ansteuert? Und das ist eben nicht ganz ohne das Problem effizient zu berechnen. Das geht, ist, da gibt es keine Polynomzeitlösungen. Und dann ist das sehr aufwendig im Allgemeinen. Es gibt natürlich auch da dann immer wieder Heuristiken, da wird auch kontinuierlich dran geforscht, bessere Heuristiken, um noch schnellere Laufzeiten in bestimmten Kontexten hinzukriegen.
Genau. Und da kann man unterscheiden in Probleme, die gar nicht lösbar sind, Probleme, die lösbar sind, aber in exponentieller Laufzeit. Das heißt im Prinzip aller vollständige Suche, alles durchprobieren und gucken, was am besten ist. Und Probleme, die in polynomieller Laufzeit lösbar sind. Und viele dieser Probleme kann man eben als Graphenprobleme darstellen. Ob das der Handlungsreisende ist oder Sie den kürzesten Weg von hier nach München, von hier nach Berlin oder so. Da gibt es viele Anwendungen. Ich bringe mal noch ein paar mehr Anwendungen. Eine andere, die Ihnen alle geläufig ist, natürlich, ist der Aspekt des Internets. Da haben Sie, wie Sie wissen, ganz viele Internetseiten. Nehmen wir an, wir haben hier eine Seite A und hier eine Seite B. Und jede Seite können Sie als einen Knoten in einem Graphen sich vorstellen. Und ich kenne die aktuellen Zahlen nicht. Das Internet wächst ja kontinuierlich, aber es ist schon ein relativ großer Graph, können Sie sich vorstellen. Was sind jetzt Kanten? Naja, immer wenn Sie von einer Seite A auf eine andere Seite B verlinken, dann haben Sie, können Sie da eine gerichtete Kante einziehen. Und das bedeutet sozusagen, es gibt einen Link von Seite A nach Seite B. Und dann haben Sie im Zweifelsfall viele Seiten, die auf eine bestimmte Seite verlinken. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Seite B potenziell eine wichtige Seite ist. Und das ist eine große Frage. Natürlich wenn Sie eine Suche machen im Internet, geben Sie einen Suchbegriff ein, dann wollen Sie die Seiten finden, die was mit dem Suchbegriff zu tun haben, wo dieser Suchbegriff irgendwie auftaucht auf den entsprechenden Seiten. Nicht? Und natürlich will der Kunde nicht alle Seiten haben, wo der Suchbegriff auftaucht. Da würden Sie sozusagen uferlose Millionen von Seiten kriegen und dann wüssten Sie auch nicht, was Sie damit sollen. Damit das Ganze sinnvoll ist, hätten Sie gern die wichtigsten Seiten. Ja, und jetzt ist natürlich klar, jeder hat andere Vorstellungen, was wichtig ist. Und es gibt natürlich keinen Katalog, wo die Internetseiten der Wichtigkeit nach gerankt sind. So einfach ist das nicht. Beziehungsweise die Frage ist, wie kann man das machen? Man kann da nicht eine Institution einrichten, die definiert, welche Seite wie wichtig ist. Also gibt es eine Vielzahl von Algorithmen, die das automatisch berechnen. Einer der bekanntesten, der von den Gründern von Google entwickelt wurde, ist der sogenannte PageRank-Algorithmus. Der rankt die Internet-Pages, die Seiten, heißt aber PageRank, meines Wissens, weil einer der Gründer Page hieß. Das ist also ein ganz lustiges Wortspiel hier in dem Namen PageRank. Und was der letztlich macht, ist, zumindest in der ursprünglichen Fassung, kann man sich das so vorstellen, dass da ein zufälliger Surfer, Internet-Surfer modelliert wird, der zufällig sozusagen auf verschiedene Links klickt und zu verschiedenen Seiten kommt. Und dann kann man gucken, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt ein zufällig surfender Surfer auf eine gegebene Seite. Und je höher diese Wahrscheinlichkeit, desto höher der entsprechende Rank. Und dann kann man sich überlegen, wie kann man anstatt diesen Prozess als Zufallsprozess endlos zu modellieren für Millionen von Seiten, das wird sehr aufwendig, gibt es effiziente Algorithmen, lineare Algebra-Programme, die das sehr effizient machen. Mit Hilfe von entsprechenden Matrix-Multiplikationen kann man solche Ranks dann relativ effizient ausrechnen. Das ist bekannt für diesen sogenannten Random Walk, das heißt Random Walk, was man da macht im Englischen. Also eine zufällige Wanderung, wo man zufällig immer auf irgendwelche Links klickt. Und je mehr Links zu bestimmten Seiten verweisen, desto wahrscheinlicher landet man halt auf diesen Seiten. Und das ist bekannt, dass man, das ist schon, ich glaube, seit vielen Jahren bekannt, dass man solche Random Walks mit linearer Algebra relativ effizient berechnen kann. Und die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube, inzwischen ist das, was Google macht, nicht mehr ganz so einfach. Das heißt, dieser Ranking-Algorithmus ist über viele Jahre immer weiter verfeinert und adaptiert worden, sodass heute nicht mehr so richtig viele genau sagen können, was er nun wirklich im Detail macht. Aber das ist zumindest die Grundidee im Hintergrund. Sie können also das Internet analysieren als Graphenstruktur und Sie können da gucken, wie wichtig sind verschiedene Webseiten. Sie können aber auch ganz andere soziale Strukturen, zum Beispiel Social Networks, können Sie auch analysieren.
Da können Sie zum Beispiel gucken, welche Influencer sind besonders beliebt, welche haben besonders viele Follower und so weiter. Und da können Sie im Grunde jede Person oder Entität in dem sozialen Netzwerk mit einem Knoten labeln. Und wenn die befreundet sind oder Follower sind, können Sie das mit Kanten bzw. gerichteten Kanten eines Graphen modellieren. Und dann können Sie also entsprechende Analysen laufen lassen. Und das ist ein enorm spannendes Thema, auch in der Forschung, wie man sozusagen soziale Netzwerke analysieren kann. Wir sind zum Beispiel gerade in Diskussion mit Leuten, die Social Networks machen und gucken, wie kann man mit neuronalen Netzen, mit Deep Learning Verfahren solche Graphen analysieren, wie kann man da Zusammenhänge erfassen. Etwas, wofür sich viele Konzerne interessieren, Twitter oder andere, Facebook und so, die interessieren sich enorm für genau solche Analysen natürlich. Ja, es gibt also da eine Vielzahl in den Social Sciences Anwendungen von Graphen. Nochmal ein ganz anderes Beispiel, was vielleicht dem einen oder anderen, der einen oder anderen von Ihnen auch geläufig ist, die Erdős-Zahl. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, ist eine Spielerei, die in der Mathematik entstanden ist, und zwar um einen etwas kuriosen Wissenschaftler namens Erdős. Paul Erdős ist ein Mathematiker, der inzwischen nicht mehr lebt. Diese Zeichnung ist zum Beispiel ein Erdős-Graph aus den 70er Jahren schon, also das ist schon etwas länger im Gange, die Idee. Was ist da die Idee? Paul Erdős war ein etwas kurioser Mathematiker, der zeitweise, glaube ich, gar kein eigenes Domizil hatte, in der Welt rumgereist ist und immer wieder Kollegen besucht hat, Wissenschaftskollegen, bei denen er dann sich auch für gewisse Zeiten einquartiert hat. Und im Gegenzug sozusagen hat er mit denen ganz viele Papers geschrieben. Ja, war also jemand, der sich für vieles interessiert hat, mit vielen ins Gespräch gekommen hat und mit enorm vielen Mathematikern gemeinsame Publikationen geschrieben hat. Und das ist jemandem mal aufgefallen und in dem Kontext ist dann das Konzept der Erdős-Zahl entstanden. Und die besagt, jemand, ein Mathematiker oder Wissenschaftler hat die Erdős-Zahl 0, hat nur Erdős selbst. Die Erdős-Zahl 1 haben alle Wissenschaftler, die mit Erdős zusammen mindestens ein Paper geschrieben haben. Und da gibt es, wie gesagt, schon recht viele, die diese Erdős-Zahl 1 haben, viele alle Co-Autoren von Erdős sozusagen. Erdős-Zahl 2 haben alle Wissenschaftler, die mit jemand publiziert haben, der Co-Autor von Erdős war. Nicht? Und da sehen Sie, entsteht plötzlich diese Graphstruktur. Sie können eben alle Co-Autoren von Erdős mit einer direkten Kante mit Erdős verbinden, so wie Sie das hier sehen. Und dann können Sie deren Co-Autoren wieder mit entsprechenden Kanten verbinden. Und das heißt, dieser Graph zeigt Ihnen, wer mit wem zusammenarbeitet. Warum ist das interessant? Das ist eigentlich ganz interessant. Das gibt es auch inzwischen im Internet Tools, wenn Sie bestimmte Wissenschaftler sehen und die nicht persönlich kennen, aber ein bisschen wissen wollen, wer sind die eigentlich, dann können Sie durch solche Graph-Analysen rauskriegen, mit wem arbeiten die eigentlich hauptsächlich zusammen. Und deren Co-Autoren, mit wem arbeiten die zusammen und wo sind die Verbindungen? Und so kann man eben diese Erdős-Zahl finden. Das sind also schon in den 70er Jahren, sehen Sie hier zum Beispiel auch Leute wie Albert Einstein sind hier oder Minkowski und Weil, Sommerfeld, relativ viele berühmte Wissenschaftler, die alle irgendwo in diesem Erdős-Graphen auftauchen. Was charakteristisch ist für soziale Netzwerke und ähnlich auch für diesen Erdős-Graphen sozusagen, ist, dass die Wege zwischen zwei beliebigen Knoten in so einem Graphen typischerweise erstaunlich kurz sind. Ja, also zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendeinen Wissenschaftler nehmen, der Felix Brandt, der hat früher die Vorlesung gehalten und der hat erwähnt, seine Erdős-Zahl ist 3. Dann habe ich gedacht, oh, dann gucke ich jetzt mal, was meine Erdős-Zahl ist, die ist auch 3. Ja, das heißt, es gibt sozusagen eine Verbindung von 3 Kanten von mir zu Erdős, obwohl ich Erdős nie kennengelernt habe und auch mit seinen Arbeiten eigentlich gar nicht näher vertraut bin.
Aber das ist so eine Spielerei, kann man machen. Und die Erkenntnis ist immer wieder die Weglänge, der kürzeste Weg zwischen zwei Knoten in so einem sozialen Netzwerkgrafen ist oftmals relativ kurz, erstaunlich kurz. Und das ist nicht selten so, wenn Sie irgendjemanden treffen, wenn Sie wirklich systematisch sich austauschen würden, welche Leute kennt der, welche Leute kennen Sie und welche Leute kennen die, die der kennt wieder, dann würden Sie feststellen, dass Sie relativ schnell über zwei, drei Ecken mit verschiedenen beliebigen Leuten auf der Welt bekannt sind. Da gibt es viel so Analysen zu solchen Graphstrukturen, abhängig davon, wie groß die sogenannte Konnektivität ist, also wie viele Kanten im Schnitt jeder Knoten hat, kann man sich anschauen, wie lang sind im Mittel kürzeste Wege und so. Und die sind oftmals deutlich kürzer als Menschen denken. Es gibt übrigens in dem Zusammenhang, sollte ich erwähnen, auch eine Bacon-Number. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Die ist dann im Nachgang entwickelt worden, und zwar aus dem Hollywood-Umfeld. Gibt es einen Schauspieler, Kevin Bacon. Ich denke, viele von Ihnen kennen den. Und für den ist es wohl so, dass der in vergleichsweise vielen Filmen mitgespielt hat, mit vielen verschiedenen Schauspielern. Und das heißt, auch da kann man Schauspielern eine Bacon-Zahl zuordnen. Das bedeutet, dass jemand, ein Schauspieler hat die Bacon-Zahl 1, wenn er in einem Film mit Bacon zusammen gespielt hat. Und die Bacon-Zahl 2, wenn er in einem Film mit jemand gespielt hat, der selber die Bacon-Zahl 1 hat. Und 3, wenn sie in einem Film gespielt haben mit Leuten, die die Bacon-Zahl 2 hatten. So kann man sich da sozusagen entlanghangeln. Und dann gibt es auch die sogenannte Erdős-Bacon-Zahl. Da nehmen Sie einfach die Erdős-Zahl eines Menschen und die Bacon-Zahl eines Menschen und addieren die und gucken, worauf sie kommen. Da würden Sie sagen, das ist keine schlaue Idee. Die meisten Hollywood-Schauspieler machen nicht mathematische Publikationen und insofern werden die Leute entweder eine geringe Erdős-Zahl haben oder eine geringe Bacon-Zahl, aber im Allgemeinen nicht beides. Muss aber nicht sein. Also zum Beispiel mein Doktorand, der heißt Robert Meyer. Der Robert, er hat ja mit mir zusammen publiziert, natürlich als mein Doktorand. Und damit ist seine Erdős-Zahl 4. Weil meine ist ja 3, damit ist seine 4. Außerdem hat er in einem Hollywood-Film mitgespielt. In dem Film Snowden war er mit dabei. Und damit hat er eine Bacon-Zahl von, ich glaube, 2. Und das würde bedeuten, dass seine Erdős-Bacon-Zahl 4 plus 2 ist, also 6. Und das ist, denke ich, schon vergleichsweise gering, weiß ich jetzt aber nicht, wer die Rangliste anführt bei der sogenannten Erdős-Bacon-Zahl, also Erdős-Zahl plus Bacon-Zahl. Genau. Aber solche Spielereien kann man machen und dazu sind immer wieder solche Graphen zur Darstellung von Zusammenhängen ganz nützlich. Und wie gesagt, man kann da auch sehr viel mathematische Analysen treiben über kürzeste Wege, im Mittel kürzeste Wege und solche Sachen. Gut, wir wollen jetzt aber ein bisschen noch mal gucken, wo tauchen die Informatik in der Informatik Graphen auch auf. Sie können zum Beispiel logische Formeln, zum Beispiel diese A geschnitten mit nicht B vereinigt A, die können Sie darstellen als Syntaxbäume und als Schaltkreise. Zum Beispiel hier dieser logische Ausdruck auf der linken Seite, da haben Sie eben einen Graphen, wo hier immer die logische Verknüpfung ist und hier die zwei Strukturen, die sie miteinander verknüpfen. Das hier sieht ein bisschen skurril aus, ich zoome da mal ran. Das ist einfach nur der Nicht-Operator auf das, was dann sozusagen hier folgt, nämlich die Vereinigung von B und A. Nicht? Und so hätten sie sozusagen diesen Ausdruck dargestellt als Syntaxbaum. Und ähnlich können Sie dieses A mal Minus von B plus A können Sie auch als Syntaxbaum aufstellen. Das heißt, hier sehen Sie, dieses Mal ist genau dieses Mal hier. Und dann haben Sie Minus die Summe von A und B. Die Summe von A und B ist sozusagen genau so dargestellt. Und in der Weise können Sie solche Formeln, logische oder auch arithmetische Formeln als Graphen darstellen. In Form von Syntaxbäumen oder hier auf der rechten Seite gezeigt in Form von sogenannten Schaltkreisen. Da gibt es verschiedene grafische Darstellungen. Man kann jetzt nicht sagen, die eine ist immer besser als die andere. Das hängt immer davon ab, was Sie letztlich machen wollen. Es ist aber nützlich zu sehen, dass man Strukturen durch Graphen repräsentieren kann.
Und es ist auch interessant zu sehen, dass die Darstellung durch Graphen nicht notwendigerweise eindeutig ist. Das heißt, es gibt oftmals verschiedene Möglichkeiten, eine Struktur mit einem Graphen zu repräsentieren. Und beliebt sind zum Beispiel für solche Darstellungen Syntaxbäume oder auch Schaltkreise. Ja, Graphen in der Informatik, die spielen an vielen Stellen eine Rolle, eben wie wir gesehen haben zur Syntax, Semantik für Compiler, Programmanalyse und so weiter. Refactoring ist übrigens ein interessantes Thema, das heißt etwas, was auch bei uns im Studium eine Rolle spielt, dass sie eben, wenn sozusagen Lösungen abgegeben werden, Programmieraufgabenlösungen, und sie wollen automatisch korrigieren, ob eine Lösung von der anderen abgeschrieben ist, dann reicht es halt nicht, einfach zeichenweise den Code zu vergleichen automatisch, weil das wissen Sie schon, wenn Sie denselben Code nehmen und die Variable A, da wo sie auftaucht, durch ein B ersetzen und umgekehrt, dann haben Sie natürlich im Prinzip den Code, der dasselbe macht, aber nicht zeichenweise gleich aussieht. Und dann kann man versuchen, mit solchen Graph-Darstellungen zu gucken, ob zwei verschiedene Codes trotzdem äquivalent sind, ob sie sozusagen dasselbe tun. Das ist im Allgemeinen nicht einfach, sozusagen ein Programm zu schreiben, was für zwei beliebige Codes sagt, ob die dasselbe tun oder nicht, ist im Allgemeinen recht schwer, aber eine Hilfe sind Darstellungen über solche Bäume und über solche Graphen. Hier ist so ein Beispiel. Das ist ein Code, der berechnet den Greatest Common Denominator, also den, wie heißt das auf Deutsch, größten gemeinsamen Teiler, GCD, von zwei Zahlen A und B. Und ich bin jetzt kein Experte für größten gemeinsamen Teiler. Da gibt es Programme, die das machen. Und wenn man sich da reinfuchst, da sieht man, das ist sozusagen der Code, der das ausrechnet. Ist für uns jetzt egal, inwiefern das wirklich jetzt den größten gemeinsamen Teiler berechnet. Der Code ist auch recht kurz gehalten. Beispielsweise wird gar nicht abgefragt, ob A und B überhaupt positiv sind oder potenziell negativ und so weiter. Das müsste man im Zweifelsfall noch machen, damit das Ganze wirklich Sinn macht. Aber ansonsten ist das für positive oder nicht negative A und B ist das sozusagen der Code. Und den kann man als Syntaxbaum darstellen. Und das ist eben der Syntaxbaum. Und was hier ganz interessant ist, ist, dass der Syntaxbaum einfach nur die Syntax kodiert, ohne dass jetzt sozusagen das Programm im Detail unbedingt damit festgelegt ist. Das beschreibt also eher die Syntax des Programmes und geht gar nicht so sehr darauf ein, wie der Kontrollfluss ist. Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist nämlich eine andere Darstellung. Und da gibt es eben, hier gibt's, sehen Sie schon ganz außen diese While-Schleife, while b und gleich 0. Und dann zusammen mit dem Return A, und die ist hier kodiert, hier ist also die While-Schleife, und wenn die fertig ist, dann ist das das Return. Und dann gibt es bei While, wie Sie wissen, eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Schleife läuft, und das ist hier die Bedingung. Und dann gibt es eine Ausführung, die getan wird, das ist sozusagen das, was hier drin steht in dem Kreis, das ist dieser Body, und der kommt dann halt hier. Und da können Sie also schrittweise diesen Code in eine Baumstruktur darstellen. Genau. Mal gucken, ob da noch Kommentare waren. Sehr gut. Das ist also diese Darstellung eines Codes in Form von einem Syntaxbaum. Und so kann man diesen Code darstellen. In manchen Anwendungen ist es aber interessanter, den Code durch ein Kontrollflussdiagramm darzustellen. Das ist also auch eine grafische Darstellung des Programmes. Und die ist insofern oftmals für viele Analysen noch ein bisschen nützlicher, weil da wirklich genauer geguckt wird, welchen Wert haben verschiedene Variablen. Sie haben ja hier in diesem Code zwei Variablen, A und B, die im Laufe des Codes potenziell verschiedene Werte annehmen. Und abhängig von den Werten bei diesen if-Abfragen wird dann was Unterschiedliches gemacht. Deswegen sind solche Kontrollflussdiagramme zur Darstellung solcher Codes ganz nützlich. Da sehen Sie, das fängt irgendwo an mit einem Code en, mit einem Knoten en. Das ist sozusagen der Anfang. Ich weiß nicht, wofür en steht.
ist auch egal. Das ist also der Anfangsknoten. Und dann kommt eben eine Abfrage, ist B gleich 0, ja oder nein? Wenn B gleich 0 ist, dann soll A zurückgegeben werden. Und wenn nicht, dann gehen wir hier runter, fragen ab, ob A größer ist. Wenn ja, gehen wir dahin, wenn nein, gehen wir dahin. Und dann werden B und A entsprechend aktualisiert und wir gehen wieder zurück zu dieser Abfrage. Das heißt, es ist sehr anschaulich, zumindest für so einen relativ kurzen Code ist anschaulich, was das Programm macht. Das ist also eine andere Form der Darstellung dieses Codes, die durchaus, sagen wir mal, sehr intuitiv ist, wo ich genau sehe, was an jedem Knoten wird eine Abfrage gemacht und eine Entscheidung getroffen. Und deswegen nennt sich das Kontrollfluss, weil sozusagen da kontrolliert wird, wohin die Dinge fließen. Ja, man kann das noch weiter runterbrechen und wirklich genau gucken, welche jetzt für diesen Code, wenn ich A und B initialisiere mit bestimmten Werten, dann kann ich das richtig darstellen mit diesem Graphen, der den Programmzustand darstellt. PCAB heißt, in diesem Graphen sind kodiert, die Knoten sagen, in welcher Zeile des Programms ich bin, also das ist der Program Counter. Und dann, welchen Wert die Variablen A und B genau haben. Das heißt, wenn Sie sozusagen eine feste Eingabe machen bei diesem Code, können Sie in dieser Weise wirklich runterbrechen, wie ändern sich die Werte von A und B und in welcher Zeile. Da sehen Sie in Zeile 1, fange ich mal an und initialisiere. Das heißt, hier fange ich an mit A gleich 2 und B gleich 5. Das ist sozusagen hier der größte gemeinsame Teiler von 2 und 5. Und die Frage ist, was kommt da raus? Und dann sehen Sie im Kontrollflussdiagramm, sieht das so aus, in Zeile 1 sind eben A und B mit 2 und 5 initialisiert. In Zeile 2, bei dieser While-Abfrage, sind sie immer noch 2 und 5. Und da B eben nicht 0 ist, gehen wir dann in die Zeile 3 zu dieser If-Abfrage. Da sind A und B immer noch 2 und 5. Und da A kleiner B ist, also nicht größer, gehen wir in diese Else-Abfrage. Das ist die Zeile 6. Und da sind die noch 2 und 5. Und dann werden die aber aktualisiert. Und dann gehen wir hier in die zweite Zeile wieder zu dem While-Statement. Und da sind die dann 2 und 3, weil das B entsprechend aktualisiert wurde. Und so sehen Sie, wie der Pfad in dem Graphen ist. Und was ganz schön ist, Sie sehen hier auch, wenn ich das Ganze anders initialisiere, nämlich direkt mit 2 und 3, dann komme ich zum selben Ergebnis. Was jetzt nicht verwunderlich ist, weil der größte gemeinsame Teiler von 2 und 5 ist der gleiche wie der von 2 und 3. Und wenn man das sozusagen durchnudelt für verschiedene Werte, das Problem ist bei diesem Programmzustandsdiagramm, Sie können nicht alle denkbare Werte durchnudeln, weil das wäre ja unendlich viel letztlich. Aber für bestimmte Werte, wenn Sie zum Beispiel feststellen, immer wenn ich diese drei Werte eingebe, dann stürzt das Programm irgendwie ab und macht nicht, was es soll, dann ist im Zweifelsfall so eine Programmzustandsanalyse durchaus nützlich. Da können Sie ganz genau verfolgen, wie die Werte sich ändern. Und wenn Sie zum Beispiel minus 1 und minus 2 eingeben für A und B und dann das Programm nicht terminiert, können Sie im Kontrollflussdiagramm nachgucken, was passiert denn eigentlich. Und Sie sehen, ja klar, kein Wunder, dass das Ganze nicht terminiert, ne, weil einfach dieser Code nur für nicht negative A und B konzipiert ist. Das heißt, man müsste eben vorher abfragen, um genau diesen Fehler hier abzufangen. Und so sind solche Programmzustandsdiagramme nützlich und auch wieder eine grafische Darstellung, wie sie in der Informatik auftaucht. Es gibt viele andere Themen, zum Beispiel der Felix, der macht Spieltheorie als Forschungsthema und auch Computational Social Choice. Ein zunehmend beliebtes Thema, gerade in der Analyse sozialer Netzwerke. Wie entscheiden sich Menschen?
Wie beeinflussen sie sich gegenseitig, gerade im Internet spielen Influencer eine zunehmende Rolle für die Meinungsbildung? Wie bildet sich überhaupt eine Meinung im Kontext sozialer Netzwerke? Wie kommt man darauf, dass plötzlich so viele Aluhutträger auf dem Parkett stehen? Wie beeinflussen die sich gegenseitig? Was hat das Internet für eine Auswirkung darauf? Viele dieser Entwicklungen der Meinungsbildung, auch der Entwicklung von Fake News und Ähnliches, lassen sich durchaus durch Analyse sozialer Netzwerke betrachten und da eben mit entsprechenden graphentheoretischen Ansätzen analysieren. Also da sehen Sie wieder ein Beispiel, wie die Graphentheorie wirklich, wirklich in das Alltägliche reinspielt. Genau, da gibt es jetzt verschiedene Diagramme. Ich will jetzt da nicht so im Detail drauf eingehen, zum Beispiel dieses hier oben, RPS, war mir jetzt nicht bekannt, was das ist, aber das steht für Rock, Paper, Scissors. Das heißt bei uns Schere, Stein, Papier. Rock, Paper, Scissors, Schere, Stein, Papier. Und das kennen Sie, dieses Spiel, ich glaube, manche nennen das auch Schnick, Schnack, Schnuck. Gibt es viele Namen dafür, gibt es auch x Varianten davon. Also statt Schere, Stein, Papier können Sie auch noch Bohnen und tausend andere Sachen nehmen. Die Erfahrung ist allerdings, wenn man sich dann genauer damit befasst, dass wenn man mehr als drei nimmt, ist es nicht so einfach, das Ganze so zu machen, dass es wirklich sozusagen von den Wahrscheinlichkeiten her gleich wahrscheinlich ist. Wenn du schon den Brunnen dazu nimmst, beim Brunnen ist zum Beispiel so, dass das Papier bedeckt den Brunnen, aber sowohl Schere und Stein fallen in den Brunnen rein. Das heißt, der Brunnen schlägt die Schere und den Stein und dann haben sie offenbar eine Asymmetrie. Das heißt, der Brunnen wird von einem geschlagen, schlägt aber selbst zwei andere. Das spricht dafür, dass der Brunnen insgesamt ein etwas nützlicheres Konstrukt ist als die anderen. Und umgekehrt, der Stein wird vom Papier geschlagen und vom Brunnen. Der kriegt also zweimal eins auf den Deckel, ist also in dem Sinne keine so super geschickte Wahl. Und das verändert natürlich die Spielstrategien dann enorm. Und das ist vielen Leuten gar nicht so klar, dass man, bevor man solche Erweiterungen macht, sich ein bisschen überlegen müsste, was haben die für Konsequenzen. Bei dreien ist es sehr einfach, da haben Sie typischerweise diese Struktur, dass immer jeweils einer den anderen schlägt. Und dann können Sie das in verschiedener Weise darstellen, zum Beispiel durch so einen Graphen oder durch so einen Adjazenzgraphen, wo immer plus 1 heißt schlägt und minus 1 heißt wird geschlagen und 0 heißt sozusagen neutral. Zweimal Schere gegeneinander passiert, wie Sie wissen, gar nichts. Und das heißt, solche Spiele kann man durchaus mit Graphen repräsentieren und die, da können Sie auch im Kontext Social Choice zum Beispiel, können Sie auch andere Graphen hernehmen und sagen, wie ist das, Sie haben drei Wähler und die können in der Politik verschiedene Politiker wählen und dann haben sie Politiker A, B, C, D, E und dann hat zum Beispiel der Wähler 1 folgende Präferenz. Der sagt, er findet A besser als B und B besser als C und C besser als D und D besser als E und so weiter. Und andere Wähler haben vielleicht andere Präferenzen und dann können sie genau diese Präferenzen grafisch darstellen. Das heißt, wenn A von mehr Wählern favorisiert wird als B, dann gibt es eine Kante von A nach B, meinetwegen. Und dann kriegen Sie solche Graphenstrukturen. Und das ist durchaus nützlich zur Analyse, zum Beispiel von Wahlen und wie die Präferenzen sich sozusagen auswirken. Hier unten noch ein ganz anderes Beispiel. Das ist ein Spiel, das heißt Tic-Tac-Toe im Englischen oder im Deutschen heißt, glaube ich, Käsekästchen. Gibt es auch sicherlich endlos viele Namen dafür. Sehr beliebt. Ein Spiel, wo Sie, wenn Sie das in der Schule öfter gespielt haben, wenn in der Pause oder auch im Unterricht langweilig war, dann macht man ja gerne mal Käsekästchen oder so. Also ich jedenfalls habe sowas immer gerne gemacht. Allerdings, was Sie dann feststellen, ist, bei Käsekästchen, wenn Sie eine Weile spielen, merken Sie, gewinnen kann man eigentlich höchstens, wenn man anfängt. Das heißt, der anfängt, hat typischerweise einen kleinen strategischen Vorteil. Aber im Allgemeinen endet es, wenn Sie erfahren sind, bei diesem 3-Kreuz-3-Käsekästchen bei Unentschieden.
Man kann hier den Spielverlauf oder mögliche Spielverläufe kann man durch Baumdiagramme darstellen. Das ist ganz interessant. Zum Beispiel auf der ersten Ebene, sozusagen dieser Ebene hier, haben Sie das erste Kreuz. Und Sie haben natürlich 9 verschiedene Kästchen, wo Sie das reinmachen können, aber ganz klar, es gibt da gewisse Symmetrien. Das heißt, ich kann das Kreuzchen in die Mitte machen, in die Ecke oder sozusagen an so ein Mittelrandstück hier. Und das sind die 3 Möglichkeiten, die Sie haben. Alle anderen Möglichkeiten ergeben sich durch Rotation des gesamten Spielfelds. Und wenn man diese Rotation des Spielfelds ausschließt, dann ist eben die Anzahl möglicher Antworten auch wieder mehr oder weniger überschaubar. Und dann sehen Sie, dann macht der Gegenspieler seinen Kreis und so weiter. Und dann können Sie diese verschiedenen Spielzüge hier im Graphen darstellen. Und so kann man versuchen, dann das Spiel zu analysieren. Diese anderen Graphen, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, das sind auch alles verschiedene grafische Darstellungen aus dem Kontext Game Theory, Spieltheorie oder Computational Social Choice. Genau. Und da können Sie immer wieder sozusagen die Spielstruktur versuchen, grafisch zu visualisieren. Und dann im Nachgang, der Nutzen dieser grafischen Darstellung ist oftmals, dass Sie dann Analysen machen können über Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmter Politiker gewählt wird am Ende? Wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmter Spieler bei einer bestimmten Strategie gewinnt oder verliert? Also was können Sie da analysieren? Und ähnlich können Sie natürlich auch komplexere Spiele wie Schach oder Go mit solchen Graphen repräsentieren und versuchen zu analysieren. Das also ein bisschen, um Ihnen zu zeigen, Graphen sind wichtig. Graphen tauchen in den Wissenschaften auf allen Orten, allerorts auf, spielen eine große Rolle, egal ob Sie Social Sciences machen oder völlig anders sagen. Sie können auch Moleküle und deren Atome als Graphen auffassen. Und immer wenn es eine Bindung zwischen 2 Atomen gibt, haben Sie eine Kante. Und abhängig davon, wie stark die Bindung ist, hat die Kante ein unterschiedliches Gewicht. Und dann können Sie gucken, welche Molekülkonfigurationen können sich daraus ergeben und so. Also immer wieder der Graph als Darstellung enorm wichtig. Ein anderes Thema, wo zum Beispiel bei uns Graphen auftauchen, Sie können, ich mache ja selber Bildverarbeitung, Mustererkennung, da tauchen Graphen auch allerorts auf. Zum Beispiel Bilder kann ich als Graphen darstellen und jeder Pixel im Bild ist ein Knoten im Graphen. Oder Sie können 3D-Formen als Graphen auffassen. Wenn Sie das als Mesh darstellen, als Gitter, eine 3D-Form, dann hat jeder Knoten entspricht einem Vertex in diesem Mesh. Und dann können Sie gucken, dann gibt es Methoden zur Berechnung von Graphenähnlichkeit, Graphisomorphie, die Sie dann anwenden können, um zu gucken, ob 2 Bilder ähnlich sind, ob 2 3D-Formen ähnlich sind und so weiter. Also diese Graphen tauchen immer wieder auf. Genau. Bisschen was zu Graphen. In unserem Kontext hatten wir ja mit gerichteten Graphen angefangen. Das ist interessant, weil oftmals fängt man, wenn man über Graphen redet, erst mit ungerichteten an. Aber Sie hatten gesehen, bei uns sind die Graphen entstanden aus dem Konstrukt der Relation. Sie erinnern sich, wir hatten Mengen besprochen. Wenn ich 2 Mengen A und B habe, kann ich das kartesische Produkt von A und B nehmen. Und dann kann ich eine Relation definieren und das ist typischerweise eine Teilmenge von diesem kartesischen Produkt, wo Elemente von A mit Elementen von B in Bezug gebracht werden. Und das ist dann sozusagen eine binäre Relation, weil ich 2 Mengen habe, A und B. Man kann auch Relationen höherer Ordnung natürlich betrachten, aber wenn man binäre Relationen betrachtet, dann kann man diese als gerichteten Graphen darstellen. Das heißt, immer wenn 2 Elemente a, klein a und klein b in Relation sind, das heißt a, r, b, a ist in Relation zu b, heißt das, dass ich in der entsprechenden Graphendarstellung kann ich einen Knoten für a machen, einen Knoten für b und habe dann eine Kante von dem Knoten A zum Knoten B, wenn die in Relation sind. Und wir hatten gesehen, diese grafische Darstellung ist durchaus ganz nützlich. Genau.
Das ergibt diesen gerichteten Graphen und der gerichtete Graph hat dann eben eine Menge von Knoten V und eine Menge von gerichteten Kanten E. V ist die Knotenmenge, hatten wir schon drüber gesprochen, und E ist eine binäre Relation, hier ist sie eben von Paaren von Knoten V Kreuz V. Genau. Und sowas nennt man dann einen gerichteten Graphen. Das ist die Kantenmenge oder die Kantenrelation E. Und dann kann man noch unterscheiden, ob Graphen endlich sind oder unendlich. Nicht, wenn ich die natürlichen Zahlen nehme, als Knoten habe ich einen unendlichen Graphen. Sonst kann man aber auch endliche Graphen betrachten, wo eben die Anzahl der Knoten endlich ist. Damit ist natürlich auch die Anzahl der Kanten endlich. Ja, das ist völlig klar. Umgekehrt nicht. Sie können natürlich auch unendlich viele Knoten nehmen und nur endlich viele Kanten. Dann sind aber fast alle Knoten mit nichts verbunden. Das ist im Allgemeinen nicht so interessant. Also typischerweise ist es so, wenn die Knotenzahl endlich ist, dann ist natürlich auch die Kantenzahl endlich, umgekehrt im Allgemeinen auch. Genau. Man kann dann sogenannte bipartite Graphen definieren. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Ein Graph ist bipartit genau dann, wenn er zerfällt in zwei Knotenmengen A und B. Also die Gesamtmenge an Knoten zerfällt in zwei Gruppen A und B, die paarweise disjunkt sind, diese zwei Gruppen. Das heißt, alle Knoten sind entweder in A oder in B. Das heißt, wir hatten gesehen, das kann man dann auch so schreiben, mit dem kleinen Plus hier drin in der Darstellung, was eben besagt, dass es nicht nur eine Vereinigung ist, sondern dass jedes Element von V entweder in A oder in B ist, aber nicht in beiden. Das heißt, die Schnittmenge von A und B ist leer. Und dieser Graph ist genau dann bipartit, wenn sozusagen es nur Kanten von A nach B oder von B nach A gibt, aber keine Kanten innerhalb der Knoten von A und keine Kanten innerhalb der Knoten von B. Also ne, ganz einfach, wenn ich hier sozusagen die Knoten von A habe und hier die Knoten von B, das sind A und B, und dann sind alle Kanten hier dazwischen irgendwie. Aber keine Kanten innerhalb von A und keine Kanten innerhalb von B. Dann nennt man das Ganze bipartit. Ups, das war nicht so stark. Bipartit. Diese Graphen kann man unterschiedlich darstellen. Die Frage, ob ein Graph bipartit ist, lässt sich nicht immer ganz leicht erkennen. Übrigens, bei komplexeren Graphen ist das nicht so einfach zu erkennen und auch nicht ganz einfach zu berechnen. Man kann Graphen, hatten wir gesehen, unterschiedlich darstellen. Man kann entweder kleine Knubbel hier unten hin machen, oder Sie können richtig Kreise machen und den Namen des Knotens in den Kreis reinschreiben. Was Sie lieber machen wollen, das ist ein bisschen Ihnen überlassen. Oftmals ist diese Darstellung etwas lesbarer als diese, weil wenn Sie viele Graphen haben, dann wissen Sie nachher nicht mehr, zu welchem Knoten gehört jetzt diese zwei. Wenn die sehr dicht werden, ist das etwas unschön und dann ist oftmals diese rechte Darstellung hier etwas besser. Das sind also Beispiele von gerichteten Graphen. Da kann man sich dann anschauen, sind die bipartit oder sind sie nicht bipartit. Das ist oftmals nicht so ganz einfach zu sehen. Genau. Wir kommen aber ein bisschen zu Erkenntnissen, was für bipartite Graphen gilt. Da gibt es ganz interessante Zusammenhänge, die wir, ich glaube, heute im Laufe der Stunde noch bis wann machen wir heute, weil wir machen auf jeden Fall auch noch mal ein Kahoot-Quiz. Das heißt, wir haben jetzt, ich würde machen bis ungefähr 11:30, 11:40, sowas, dass wir noch 10 Minuten für das Quiz haben. Genau.
Bei Digraphen, also Directed Graphs, der gerichteten Graphen, wie man im Deutschen sagt, kann man einen sogenannten Pfad definieren. Und ein Pfad, hatten wir gesehen, ist einfach eine Folge von Knoten, die verbunden sind mit gerichteten Kanten, wo ich also von dem 0. zum 1. komme, vom 1. zum 2. und so weiter bis zum 11. Und solche nennt man Pfad. Und wir hatten auch gesehen, dass man da per Konvention gerne mit 0 anfängt, weil wenn das dann bis Knoten L geht, ist es ein Pfad der Länge L. Sind aber natürlich L plus 1 Knoten. Ja, ist völlig klar, dass Sie bei 2 Knoten nur eine Kante haben und bei L plus 1 Knoten haben Sie dann L-Kanten. Das ist also ein Pfad der Länge L, den Sie dann haben. Und wir hatten schon gesehen, man kann da einfache und nicht einfache Pfade unterscheiden. Die Länge des Pfades, wie gesagt, wenn ich von V0 bis VL gehe, ist L, das ist einfach die Anzahl der Kanten in diesem Pfad. Völlig naheliegend. Wir sagen hier die Anzahl der Kanten. Ich hatte eben schon erwähnt, wenn Sie dann so Verkehrsoptimierung machen, kürzeste Wege berechnen, Navigationssysteme, dann haben Sie an den Kanten noch Gewichte und dann ist die Länge des Pfades nicht die Anzahl der Kanten, sondern die Summe der Kantengewichte. Na, das spricht das, was wir im Moment betrachten, sind Graphen, wo an jeder Kante im Prinzip das Gewicht 1 steht. Das heißt, jede Kante ist gleichwertig. Das muss nicht sein. Sie können unterschiedliche Gewichte an die Kanten schreiben. Kommen wir gleich noch dazu. Und dann ist die Pfadlänge die Summe dieser Gewichte. Genau. Ein Pfad heißt einfach. Hatten wir, glaube ich, auch schon besprochen, wenn jeder Knoten nur einmal vorkommt. Wenn also keine Knoten mehrmals in dem Pfad vorkommen. Nicht, das ist also sehr anschaulich, also so ein Pfad, der irgendwie mehrfach einen Punkt durchläuft, diesen Knoten hier, der ist eben nicht einfach. Einfache Pfade spielen eine wichtige Rolle, einfach deswegen, weil wenn ich zum Beispiel im Navigationskontext wissen will, wie komme ich von München nach Berlin, dann gibt es schon sehr viele Pfade. Aber wenn Sie nicht sich auf einfache Pfade beschränken, dann gibt es im Prinzip unendlich viele Pfade, weil Sie beliebig oft durch Duisburg durchfahren können auf dem Weg von München nach Berlin. Dass das nicht unbedingt sinnvoll ist, sei dahingestellt, aber Sie können sich vorstellen, dass Sie unendlich viele Umwege machen können und immer wieder bei verschiedenen Knoten vorbeikommen. Das heißt, wenn Sie nur sagen, wie viele Pfade gibt es von München nach Berlin, die Frage macht gar keinen Sinn. Es gibt unendlich viele Pfade. Ja. Die Frage macht erst Sinn, wenn Sie sagen, wie viele einfache Pfade haben Sie von München nach Berlin. Und das ist oftmals so, das wird oftmals unter den Teppich gekehrt, wenn jemand sagt, wie viele Wege gibt es von München nach Berlin, ist natürlich gemeint einfache Wege, weil alle Wege, die nicht einfach sind, die mehrfach durch den Ort durchkommen, die machen als Kandidaten für kürzeste Wege eh keinen Sinn. Ein Weg, der mehrfach durch den Knoten durchgeht, ist niemals der kürzeste Weg. Ja, wenn Sie also sozusagen auf dem Weg von einem Knoten, und ich glaube, das ist klar, wenn ich einen Knoten A habe und einen Knoten B und ich gehe so dahin, dann kann das nicht der kürzeste Weg gewesen sein, dann würde ich, das hatten wir schon gesehen, das sozusagen eine Stück einfach weglassen und rausschneiden und dann habe ich eine Chance, dass ich den kürzesten Weg kriege. Aber Wege, die nicht einfach sind, sind keine kürzesten Wege und von daher spricht man eigentlich oft von der Anzahl der Wege, meint man typischerweise einfach. Genau, in einem endlichen Digraphen hat ein einfacher Pfad maximal die Länge V-1. Ne? Das hatte ich eben schon gesagt, wenn er nicht einfach ist, dann hat er gar keine maximale Länge, weil sie typischerweise beliebig oft darum kurven können. Manchmal, wenn man sich mit dem Auto verfährt, passiert das ja auch, dass man plötzlich am Ort vorbeikommt, wo man schon mal war. Das ist immer ein Hinweis, dass man gerade nicht auf dem kürzesten Weg unterwegs ist. Typischerweise kein gutes Zeichen. Warum hat er die Länge maximal Anzahl der Knoten minus 1? Völlig klar. Ja, ein einfacher Pfad besucht jeden Knoten höchstens einmal. Wenn Sie n Knoten besuchen, dann haben Sie immer n minus 1 Kanten. Ja, und deswegen ist die Anzahl der Kanten, die maximale Anzahl der Knoten minus 1.
Wenn der Pfad länger wäre, dann würde zwangsläufig irgendein Knoten mehrfach auftauchen. Und dann wissen Sie, es ist kein einfacher Pfad. Ja, ich habe das jetzt also nicht formal bewiesen, aber das können Sie gerne zu Hause selber machen, das sozusagen durchzuexerzieren. Kann man sich überlegen, wie würde man das beweisen? Es geht ja hier auch ein bisschen darum, Beweistechniken zu entwickeln. Man würde sagen, angenommen, ich habe einen Pfad, der hat die Länge größer, einen einfachen Pfad, der hat eine Länge größer als V-1. Das ist also eine Art Widerspruchsbeweis. Ich nehme an, dass die Aussage nicht gilt. Das heißt, es gibt irgendeinen Pfad von einem Knoten A zu einem Knoten B, der eine Länge hat, die mehr als V-Betrag minus 1 ist. Und dann schreibe ich die Knoten hin und dann sehe ich schon, zwangsläufig muss irgendein Knoten doppelt vorkommen, weil ich habe ja nur V-Betrag-Knoten. Und dann kann ich sagen, dann war es offenbar kein einfacher Pfad und das ist genau der Widerspruch zur Annahme. Sie sehen, die viele Fakten sind offensichtlich, aber das sozusagen formal sauber hinzuschreiben, erfordert ein bisschen Übung oftmals. Und das erfordert auch ein bisschen Verständnis dafür, was für verschiedene Beweistechniken gibt es. Und darum geht es auch in unserer Vorlesung, dass wir im Laufe der Vorlesung verschiedene Beweistechniken kennenlernen. Und hier würde sich eben anbieten per Widerspruchsbeweis. Widerspruchsbeweis. Das heißt, ich nehme an, die Aussage gilt nicht und zeige dann, dass das im Widerspruch zu den Annahmen der Aussage steht. Ja, die Aussage ist, der maximale Pfad hat maximal diese Länge. Ich nehme an, es ist nicht so. Und dann zeige ich, das ist im Widerspruch zu der Annahme, dass es ein einfacher Pfad ist. Nicht? Also das hier nochmal, nur um das in Erinnerung zu rufen, dieses Konstrukt des Widerspruchsbeweises. Wenn Sie da ein bisschen Übung kriegen im Laufe der Zeit, dann werden Sie bei verschiedenen Aussagen sehr schnell abprüfen können, welches Beweisschema greift hier am besten. Das erfordert so ein bisschen Übung zu sehen, hier kann ich einen Widerspruchsbeweis machen. Wir werden noch andere Beweise sehen, zum Beispiel den Beweis per Induktion, der wird auch drankommen im Kontextgraphen. Sind also so ein paar typische Beweisschemata, die immer wieder einsetzen. Oder Beweise per Äquivalenzumformung haben wir gesehen, dass man sagt, ich gehe von der Annahme los und mache Äquivalenzumformung und komme dann zur Aussage. Bei Äquivalenzaussagen bietet sich das natürlich an. Genau, dann Äquivalenzaussagen sind so Aussagen, es gilt dieses genau dann, wenn jenes gilt. Nicht, das sind diese, und da nimmt man dann Äquivalenzumformung typischerweise. Bisschen mehr zu gerichteten Graphen, D-Graphen oder Digraphs im Englischen. Es gibt das Konzept eines Teilgraphen und da kann man ein bisschen unterscheiden. Zum Beispiel kann man sagen, dass G von U ein von U induzierter Teilgraph ist. Ich habe also einen Graphen V mit Kanten E, ne, G, und dann kann ich G von U betrachten, das ist ein von U induzierter Teilgraph. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich nehme alle Knoten U des Graphen und dann alle Kanten zwischen den entsprechenden Knoten. Hier ist das gezeigt, ich habe zum Beispiel links den Graphen, das ist also der Graph V links. Und das ist der Graph G von U hier rechts. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe den Knoten 1 habe ich rausfallen lassen. Sie können natürlich auch den gesamten Graphen nehmen, dann ist es ein trivialer Teilgraph, der entspricht dann dem ursprünglichen Graph. Das bringt in der Praxis nichts. Insofern ist es typischerweise nimmt man nur eine Teilmenge der ursprünglichen Knoten. Das heißt, mindestens einen Knoten sollte man schon rausschmeißen, damit das Konstrukt des Teilgraphs irgendwie sinnig ist. Hier haben wir den Knoten 1 rausgeschmissen. Das heißt, alle Kanten, die an 1 hängen, nämlich von der 1 zur 2, von der 1 zum B und von A zur 1, die lassen wir alle weg. Na, weil der Knoten ist ja nicht mehr da. Das heißt, Kanten von dem Knoten irgendwo hin oder zu dem Knoten machen gar keinen Sinn.
Und dann lässt man die weg. Warum macht man das? Damit man am Ende eine Struktur hat, die immer noch ein Graph ist. Ich kann also nicht einfach nur Knoten weglassen und die Kanten stehen lassen. Dann habe ich nämlich etwas, was kein Graph ist. Ja? Dann haben Sie Kanten, die irgendwie in die Leere gehen oder aus der Leere kommen. Das heißt, die Idee ist, man nimmt die Knoten. Und deswegen macht man das auch typischerweise, dass man Teilgraphen induziert über die Knotenauswahl und nicht über die Kantenauswahl. Denn dann ist die Konstruktion sehr einfach. Sie nehmen einen entsprechenden Knoten, den Sie rauskicken wollen, und nehmen einfach alle Kanten, die von da kommen oder dahin führen, und schmeißen die raus. Das heißt, diese drei gelben Kanten hier, die werden rausgeschmissen in dem Beispiel. Man kann auch im Allgemeinen von einem Teilgraphen sprechen. Das heißt, ein Digraph H, ein gerichteter Graph, ist ein Teilgraph von G, genau dann, wenn die Knoten eine Teilmenge der Knoten von G sind und die Kanten eine Teilmenge der Kanten von G. Das Interessante an dieser Aussage ist, wenn ich jetzt irgendwelche Knoten und irgendwelche Kanten nehme und dann diese Enthaltenseinsrelation zeige, dann habe ich nicht unbedingt einen Teilgraphen. Warum? Weil wenn ich irgendwelche Knoten und Kanten nehme, zum Beispiel, ich gehe mal zu diesem Beispiel zurück hier, wenn ich hier in diesem Beispiel den Knoten 1 weglasse, aber die Kanten da behalte, also ich nehme nur den Knoten 1 raus, die Kanten aber lasse ich da, dann habe ich immer noch die Enthaltenseinsrelation. Ja, die Kanten, die nachher da sind, waren auch vorher da. Die Knoten, die nachher da sind, sind eine Teilmenge der Knoten, die vorher da waren. Aber es ist kein Graph mehr und damit natürlich auch kein Teilgraph. Hier ist aber die Aussage von vornherein, dass dieses Konstrukt H ein gerichteter Graph ist. Deswegen macht das Sinn, wenn ich von einem Graphen ausgehe, wo ich schon weiß, das ist ein gerichteter Graph, dann muss ich nur noch die Enthaltenseinseigenschaften prüfen und kann dann sagen, jawohl, es ist ein Teilgraph. Das sind also diese zwei Möglichkeiten, wie ich zu Teilgraphen komme. Entweder indem ich eine Knotenmenge auswähle und die entsprechenden rausschmeiße und die dranhängenden Kanten rausschmeiße, oder indem ich mir, wenn mir jemand einen Graphen gibt und fragt, ist das ein Teilgraph? Ein Graph ist es auf jeden Fall. Dann kann ich durch Enthaltensein prüfen, ob es ein Teilgraph ist. Genau. Das sind also zwei Arten, wie man zu Teilgraphen kommt. Genau, ein bisschen mehr zu dem Konzept Zusammenhang. Wenn ich einen Graphen nehme, kann ich davon sprechen, dass der zusammenhängend ist. Und da gibt es zwei verschiedene Konstrukte, nämlich das Konstrukt, das zusammenhängt und das stark zusammenhängt. Auch hier muss man sagen, in der Literatur wird das manchmal in einen Topf geworfen. Es ist aber sinnvoll, diese zwei zu unterscheiden. Man spricht davon, dass G zusammenhängend ist, der Graph G ist zusammenhängend, wenn für jede zwei Knoten es einen Pfad von dem einen zum anderen gibt. Ja, da muss man ein bisschen genauer gucken, nicht Pfad, sondern eine Kantenverbindung. E sind ja die Kanten des Graphen, E hoch minus 1 sind die Kanten in umgekehrter Richtung. Das heißt, wenn ich so einen Graphen habe mit den Knoten A, E und C, dann ist der zusammenhängend. Weil ich nehme diese Verbindungen und finde einen Weg von dem einen zum anderen. Stark zusammenhängt, und das ist ein etwas schwacher Begriff, das heißt, zu gucken, ob ein Graph zusammenhängend ist, ist oftmals einfach. Zum Beispiel der Graph, der hier links ist, gezeigt ist, dieser Graph ist offenkundig zusammenhängend. Sie sehen, dass jeder Knoten irgendwo mit den anderen verbunden ist. Was nicht ganz so leicht mehr visuell zu sehen ist, ist der Begriff des starken Zusammenhangs. Wenn ein Graph zusammenhängend ist, muss er nicht unbedingt stark zusammenhängend sein. Zum Beispiel sehen Sie bei diesem Graphen in der Mitte beispielsweise, dass der Knoten
H3 zwar zusammenhängend ist mit dem Knoten 1 und damit ist auch dieser Graph zusammenhängend hier, dieser hier, aber der ist nicht stark zusammenhängend. Stark zusammenhängend heißt nämlich, dass ich von jedem Knoten auch in jeder Richtung hinkomme. Das heißt, ich kann nicht nur gucken, ist da eine Kante dazwischen, sondern ich muss gucken, geht die auch in die richtige Richtung. Und dann sehen Sie bei diesem Graphen hier unten zum Beispiel, in der Mitte dem Graphen, da sehen Sie, für die Knoten 1 und 3 komme ich zwar von der 3 zur 1, aber ich komme nicht von der 1 zu 3. Und das ist der Grund, warum, oder ein Grund, warum dieser nicht stark zusammenhängt ist, nicht stark zusammenhängt. Er ist aber sehr wohl zusammenhängend. Das heißt, es gibt eine Kante, nur die führt in die falsche Richtung. Und Sie erinnern sich, der Stern, vielleicht nochmal zur Erinnerung, dieses Stern ist die reflexiv-transitive Hülle. Das heißt, da nehme ich alle diese Kanten, bei dem Zusammenhang zum Beispiel auch ihre Inversen. Und dann nehme ich alle Pfade, die sich daraus ergeben. Genau. Und hier E-Stern U, U-E-Stern-V stark zusammenhängt, heißt, es muss nicht nur einen gerichteten Pfad von U nach V geben, sondern auch einen gerichteten Pfad von V nach U. Nur dann, wenn das für alle Paare von Knoten gilt, nur dann heißt ein Graph stark zusammenhängt. Also hier, dieser ist ein Beispiel, der mittlere hier, der ist zwar zusammenhängend, aber nicht stark zusammenhängend. Und dieser linke, der ist stark zusammenhängend und damit natürlich auch zusammenhängend. Jeder stark zusammenhängende Pfad, Graph ist automatisch zusammenhängend, weil die Forderung der starken Zusammenhangs ist eine stärkere Forderung. Das ist aber nicht ganz so leicht zu sehen. Da muss man also überprüfen, für jede Kombination von Paaren von Knoten gibt es da einen gerichteten Weg. Ja, jetzt wollen wir mal machen, vielleicht so exemplarisch bei diesem Graphen. Wenn Sie den Knoten 3 und den Knoten, zum Beispiel den Knoten 3 betrachten, gibt es einen Weg zur 2? Ja, den gibt es. Sie können von der 3 zur 1 gehen und dann von der 1 zur 2. Und umgekehrt können Sie auch von der 2 zur 3 gehen mit in einem gerichteten Weg. Da können Sie sogar direkt gehen. Und Sie können das gerne überprüfen. Von der 3 zur 4 kann man so hin, von der 1 zur 4, von der 1. Sie müssen also für jeden Knoten prüfen, komme ich zu allen anderen Knoten mit einem gerichteten Weg? Wenn ja, dann nennt sich das stark zusammenhängend. Der Graph rechts vielleicht noch als Beispiel, der ist nicht stark zusammenhängend. Nicht stark zusammenhängend. Und natürlich, Sie sehen es schon, auch überhaupt nicht zusammenhängend. Nicht mal zusammenhängen. Nicht zusammenhängen. Warum nicht zusammenhängen? Weil ich von der 3 nach 4 überhaupt keinen Pfad habe. Weder in der richtigen noch in der falschen Richtung. Na, das heißt, und da sehen Sie schon, wenn ein Graph nicht stark zusammenhängend ist, dann zerfällt er typischerweise in sogenannte starke maximale Zusammenhangskomponenten. Und das kann man sozusagen analysieren. Bei nicht stark zusammenhängenden Graphen zerfallen die in sogenannte maximale Zusammenhangskomponenten, Zusammenhangskomponenten oder starke. Zum Beispiel zwei maximale Zusammenhangskomponenten hier unten ist dieses und dieses. Ja, das sind Zusammenhangskomponenten. Das heißt, die sind für sich genommen zusammenhängend und, ganz wichtig, maximal heißt, sobald ich andere Knoten noch dazu nehme, sind sie nicht mehr zusammenhängend. Das ist quasi die Eigenschaft des maximalen Zusammenhangs. Ja, das ist hier ein bisschen formuliert. Falls es kein U' gibt mit der Eigenschaft, dass U in U' enthalten ist, aber sozusagen eine echt größere Menge U' gibt, sodass U' immer noch Zusammenhang ist. Das heißt anschaulich, eine Zusammenhangskomponente ist maximal, wenn jegliche Erweiterung keine Zusammenhangskomponente mehr ist. Deswegen ist zum Beispiel hier, dass die 1 und 3 zusammenbilden eine Zusammenhangskomponente und die sind maximal, weil sobald ich irgendeinen Knoten dazu nehme, ist es kein Zusammenhang. Es ist keine Zusammenhangskomponente mehr.
ist aber kein starker Zusammenhangskomponente, da kann man noch unterscheiden. Man kann auch maximale starke Zusammenhangskomponenten nehmen. Da sehen Sie schon, 2 und 4 bilden eine starke Zusammenhangskomponente, in dem Sinne, dass ich von 2 zu 4 und von 4 zu 2 komme. Für 1 und 3 ist das hier rechts nicht so. Da habe ich 2 getrennte starke Zusammenhangskomponenten, weil ich nämlich nicht von der 1 zu 3 komme mit einem gerichteten Weg. Für stark, erinnern Sie sich, brauche ich gerichtete Wege. Und von der 1 zur 3 komme ich nicht mit einem gerichteten Weg, sondern nur in der falschen Richtung. Und deswegen sind die separat ihre Zusammenhangskomponenten. Der Begriff Zusammenhangskomponente ohne maximal ist nicht so interessant. Im Grunde, jeder Knoten für sich ist immer eine Zusammenhangskomponente. Interessant wird es dann, wenn ich wirklich sozusagen durch Erweiterung keine Zusammenhangskomponente mehr habe. Und das ist dieses Konzept des maximalen Zusammenhangs oder maximalen starken Zusammenhangs. Und diese maximale starke Zusammenhang, das ist übrigens eine Art, eine Äquivalenzrelation, ja, dass ich sage, 2 Knoten sind äquivalent, wenn es einen Pfad, einen gerichteten Pfad in beiden Richtungen gibt. Und die bilden eine Äquivalenzrelation, dieser starke Zusammenhang. Starker Zusammenhang induziert eine Äquivalenzrelation. Relation. Und das hatten wir schon gesehen, sobald man eine Äquivalenzrelation hat, dann kann man die gesamte Menge partitionieren. Dann ergibt sich eine Partition in sogenannte Äquivalenzklassen. Und diese maximalen starken Zusammenhangskomponenten, das sind die Äquivalenzklassen bezüglich dieser Relation. Äquivalenzklassen. Und Partition heißt, jeder Knoten ist am Ende in einer starken Zusammenhangskomponente. Im schlimmsten Fall, wie die Knoten 1 und 3, sind die ihre eigene starke Zusammenhangskomponente. Und oftmals ist es aber so, dass mehrere Knoten, zum Beispiel 2 und 4, in einer gemeinsamen Äquivalenzklasse liegen, in einer gemeinsamen starken Zusammenhangskomponente. Und da sehen Sie wieder all die Strukturen, die wir eingeführt haben. Diese Äquivalenzrelation hatten wir ja eingeführt als Beispiel einer bestimmten binären Relation. Und da hatten wir gesehen, wenn sie, sobald etwas eine Äquivalenzrelation ist, dann ergibt sich diese Partitionierung in Äquivalenzklassen. Ja, und das hatten wir schon gesehen, das gilt immer für Äquivalenzrelationen. Was muss man zeigen für Äquivalenzrelationen? Das ist eine binäre Relation, also immer zwischen 2 Elementen. Die hat 3 Eigenschaften, die muss reflexiv sein, das heißt, jeder Knoten muss mit sich selber äquivalent sein. Und das ist hier der Fall, von jedem Knoten zu sich selber gibt es einen trivialen Pfad der Länge 0. Dann muss es transitiv sein, das heißt, wenn 2 Knoten A und B in einer Zusammenhangskomponente sind und B und C auch, dann sind auch A und C, das ist klar, weil wenn sie von A nach B kommen und von B nach C, dann kommen sie natürlich auch von A nach C mit einem Pfad. Das heißt, es ist auch transitiv und das dritte war symmetrisch. Ja, das heißt, wenn A in einer starken Äquivalenzklasse mit B ist, dann auch B mit A. Und da sehen Sie einen Unterschied zwischen starker Zusammenhang und nicht starkem Zusammenhang, die Symmetrie. Sobald 2 Knoten stark zusammenhängend sind, dann habe ich eine Symmetrie. Ja, das heißt, es gibt gerichtete Pfade in beiden Richtungen. Und dann heißt, das ist bei zusammenhängend im Zweifelsfall nicht immer so. Obwohl doch, ich glaube auch, Entschuldigung, das stimmt so. Genau, also da ergeben sich durch die Erkenntnis, dass das eine Äquivalenzklasse ist, ergibt sich halt automatisch, dass sie entsprechende Partitionen haben in starke Zusammenhangskomponenten. Wollte ich nur noch mal als Beispiel einführen, wie der Begriff der Äquivalenzklasse auch hier wieder nutzbar wäre.
Genau, vielleicht noch ein letzter Punkt für heute. Wir haben über gerichtete Graphen gesprochen. Man kann sogenannte Kreise einführen. Manchmal heißen die auch Zyklus. Das ist ein Pfad V0 bis VL mit Länge mindestens 1, so dass der erste und der letzte gleich sind. Also genau das, was man sich vorstellen würde. Ich habe eine Menge von Knoten und dann habe ich einen Pfad, der irgendwie im Kreis rumgeht. Und sowas nennt man bei gerichteten Graphen einen Kreis. Und da ist wichtig noch die Unterscheidung, dass bei Kreisen unterscheidet man einfache Kreise, falls die Knoten paarweise verschieden sind. Falls also der Kreis nicht selbst einen kleineren Kreis enthält. Das heißt, wenn Sie einen Pfad haben, der so eine 8 macht, dann ist das eben typischerweise kein einfacher Kreis. Es ist zwar ein Kreis, aber kein einfacher, weil eben bestimmte Knoten mehrfach abgelaufen werden. Und typischerweise bedeutet das dann automatisch, dass wenn es der Kreis nicht einfach ist, dann zerfällt er in mehrere einfache Kreise. Man kann dann noch von Selbstkanten sprechen. Das sind eben diese, was wir vorher als Schleife oder Schlinge bezeichnet haben. Das sind Kreise der Länge 1. Oftmals versucht man die sozusagen auszuschließen, wenn man die nicht dabei hat. Jetzt kommt ein wichtiger Begriff, nämlich, dass man einen Begriff azyklisch, einen gerichteten Graphen bezeichnet man als azyklisch, wenn er keine Kreise enthält, kreisfrei ist. Und da gibt es die Abkürzung DAG für Directed Acyclic Graph. Das ist also eine häufig auftauchende Abkürzung in der Graphenliteratur, ein DAG. Das ist ein gerichteter Graph, der keine Kreise hat. Warum ist das wichtig? Sobald Sie Kreise im Graphen haben, führt das zu allerlei Problemen. Zum Beispiel, wenn Sie Wege berechnen und dann sind Kreise in dem Graphen, dann kann das genauso, wie ich erwähnt habe, passieren, dass Wege unendlich lang werden können, indem Sie immer wieder in irgendeinem Loop rumrennen. Ja. Und das können Sie vermeiden, indem Sie Kreise sozusagen ausschließen und sich auf Graphen einschränken, die keine Kreise haben. Klassisches Beispiel, das Hasse-Diagramm hatten wir gesehen, einer partiellen Ordnung, das ist ein DAG, ein azyklischer gerichteter Graph. Warum ist das so? Nicht, wenn ich also die kleine Relation habe, 1, 2, 3, 4 meinetwegen, dann ist 1 kleiner 2, 2 kleiner 3, 3 kleiner 4. Wenn Sie jetzt einen Kreis bauen in diesem Hasse-Diagramm und sagen, jetzt soll die 4 aber auch kleiner der 1 sein, dann haben Sie keine Ordnung mehr. Ne? Weil per Transitivität würde das ja hier implizieren, dass die 1 kleiner der 2 ist. Per Transitivität, die 2 kleiner 3, 3 kleiner 4, folgt auch, dass die 1 kleiner der 4 ist. Und dieser Pfeil hier oben rum, der sagt aber, 4 ist kleiner 1. Und damit haben Sie einen Widerspruch, weil eine Ordnungsrelation setzt voraus, dass entweder der eine kleiner dem anderen ist oder der andere kleiner dem einen, aber nicht beide. Das heißt, wenn Sie eine partielle Ordnung haben, dann ist das Hasse-Diagramm zwangsläufig kreisfrei. Ja, und letztlich kann man dann noch Nachfolger und Vorgänger unterscheiden. Das spielt in gerichteten Graphen eine Rolle. Bei ungerichteten, werden wir sehen, taucht das in dem Sinne so nicht mehr auf. Man bezeichnet als UE alle Nachfolger von E. Das heißt, alle Knoten, die von U erreicht werden. Alle V, der Art, dass es eine Kante von U nach V gibt. Das sind die Nachfolger. Und naheliegend Vorgänger sind alle V, die selber auf U verweisen mit irgendeiner Kante. Ja. Genau. Jetzt schaue ich mal. Ich glaube, an der Stelle machen wir Schluss und dann würde ich hiermit an Demona übergeben für das heutige Quiz und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. So, ja, super. Dann starten wir das.
Okay, heute sind es 4 Fragen. Noch ein bisschen was zur Mengenkardinalität und dann auch noch ein bisschen was jetzt schon zu den Graphen, die wir heute gehört haben. Und ja, genau. Also jetzt am Schluss habe ich gesehen, im Chat war noch viele Fragen zu dem maximalen Zusammenhang und starker Zusammenhang. Und ja, genau. Also es kommen tatsächlich auch Fragen dazu im Quiz. Vielleicht nochmal schnell in die Folien reinschauen. Was war das jetzt genau? Ich kann ja vielleicht, während wir hier warten, einfach nochmal sagen. Also starker Zusammenhang heißt, ich gucke wirklich, ob ich anhand der Pfeilrichtungen von allen, also Knoten in dieser Zusammenhangskomponente zu allen kommen kann. Also ich darf nicht einfach irgendeine Kante benutzen, sondern sie muss die richtige Richtung haben. Und wenn ich dann in dieser Zusammenhangskomponente von allen Knoten zu allen Knoten mit der Pfeilrichtung kommen kann, dann ist es eine starke Zusammenhangskomponente. Und genau, den Zusammen, wir haben es ja gerade auch alles gehört, aber ich sage es nochmal, weil jetzt gerade am Schluss waren noch viele Fragen und dann musste ich aber abbrechen. Ich glaube, ich habe nicht mehr alle beantwortet. Und beim Zusammenhang haben wir eben, dass es egal ist, in welche Richtung die Kante geht, in welche Richtung der Pfeil zeigt. Sobald den Zusammenhang kann man eigentlich immer sehr gut direkt sehen. Wenn man sich das anschaut, sieht man, ja, da ist irgendwie was zwischen den beiden Knoten, dann sind die zusammenhängend. Also da sieht man optisch eigentlich gleich auf den ersten Blick, ist es zusammenhängend oder ist es nicht zusammenhängend. Beim starken Zusammenhang muss man ein bisschen genauer hingucken. Und maximal heißt einfach, ich kann halt keine größere Komponente finden, die sich, es ist sozusagen, ich kann nicht noch einen Knoten finden, der auch noch in diese Komponente mit reingehören würde. Genau. Also wir haben es gerade gehört, aber ich dachte, ich sage es einfach nochmal, kann nicht schaden. Etwas anderes, was ich noch sagen wollte, ist, die Kahoots waren ja nicht alle spielbar. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, woran es liegt. Es sind ja in manchen Kahoots sind so offene Fragen, also die, wo man irgendwas eintippen soll, zum Beispiel Menge aller Funktionen von A nach B. Und die kann man nicht als Gast spielen. Ich weiß nicht warum, aber das haben sich Kahoot scheinbar so überlegt, dass das so gut wäre. Keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt aus allen alten Kahoots diese Fragen rausgenommen und in ein einzelnes gesammeltes Kahoot gepackt. Und wenn ihr das spielen wollt, müsst ihr euch einloggen, müsst ihr euch irgendwie so einen Gastzugang machen, das ist auch kostenlos, aber genau, aber die anderen müssten jetzt alle spielbar sein, auch als Gast. Okay, ich würde sagen, wir starten. Jetzt habe ich meinen Timer nicht, das ist schlecht. Na. Okay, ich habe noch eine kurze Sekunde, während ich suche. Ja gut, dann muss ich heute mal versuchen abzuschätzen, dass es ungefähr 15 Sekunden sind. Tut mir leid. Okay, dann starten wir. Geht's los. 3 zu 1 und los geht's.
Spannung steigt. Okay, ja, naja, das ist doch, sieht ganz gut aus. Zumindest ist die falsche Option ist die kleinste. Also wir sehen, dass zumindest die meisten Leute sich für richtige Optionen hier entschieden haben. Wir gucken einmal kurz durch. Also die Kardinalität der natürlichen Zahlen ist die der rationalen Zahlen, haben wir gesehen, dass wir diese zum Beispiel in so einem Quadrat anordnen und dann abzählen können. Ist G nach F surjektiv, dann ist auch G surjektiv. Ja, das ist richtig. Was ist F, G nach F? Naja, wir wenden erst F an und dann G. Also wenn das ganze Ding surjektiv ist, das heißt, alle in der letzten Menge getroffen werden, naja, dann muss auch G surjektiv sein, weil es ist ja das Letzte, was wir anwenden. Und sind F von A nach B und G von B nach A injektiv, dann gibt es ein H, was von A nach B ist, geht und bijektiv ist. Genau, das war der Satz von Cantor, Bernstein, Schröder. Das Einzige, was hier falsch war, war eben dieses, die Kardinalität der natürlichen Zahlen ist echt kleiner als das Kreuzprodukt der natürlichen Zahlen. Das ist falsch, die sind gleich groß. Okay, dann. Gut, und dann geht's weiter. Okay, ja, hier auch zumindest der größte Balken ist wieder der richtige. Also wir haben diesen Graph, wir haben die Menge A, B, C, also diese Knoten hier, A, B und C. Und was ist dann der induzierte Teilgraph? Naja, der eben diese Knoten A, B, C hat und genau die Kanten, die in G eben hier auch zwischen diesen Knoten waren, also A, B, C. Okay. Und nächste Frage. Ja, also da konnte ich dann doch schon einige reinlegen hier wieder. Nein, das ist falsch. Also hier steht ja, für nicht leere Mengen gilt, dass die Kardinalität von der Potenzmenge größer ist als die Kardinalität von der Menge selbst. Das ist richtig. Und jetzt steht hier aber, die Kardinalität von der leeren Menge ist gleich der Kardinalität von der Potenzmenge von der leeren Menge. Nein, das ist leider falsch. Und zwar, die Kardinalität von der leeren Menge ist 0. Ja, in der leeren Menge ist nichts drin. Die Potenzmenge von der leeren Menge ist die Menge, die die leere Menge enthält, hat also die Kardinalität 1. Also 0 und gleich 1, deswegen nicht gleich und deswegen ist leider falsch. Genau, Entschuldigung. Diese Fragen mit der leeren Menge sind oft verwirrend, aber versucht euch das einzuprägen und versucht euch das wirklich zu merken. Also die leere Menge hat keine Elemente. Die Potenzmenge von egal welcher Menge hat immer als ein Element auf jeden Fall die leere Menge. Das heißt 0 und gleich 1, deswegen unterschiedlich. Okay, und dann die letzte Frage.
Okay, viele Antworten. Was ist die richtige Antwort? Die 4. Schauen wir es uns nochmal an. Also, starker Zusammenhang heißt unter Beachtung der Pfeilrichtung. Ja? Das heißt, hier von der 2, also die 2 ist nur ihre eigene starke Zusammenhangskomponente. Da kann ich nirgendwo anders hin, wenn ich die Pfeilrichtung beachte. Dann habe ich eine Zusammenhangskomponente aus der, eine starke Zusammenhangskomponente von 0 und 1, weil zwischen denen kann ich hier immer hin und her. Von der 1 kann ich zwar zu 4, aber von der 4 kann ich nicht darüber. Das heißt, das ist quasi die maximale Zusammenhangskomponente und maximale starke. Und dann habe ich eine Zusammenhangskomponente hier aus 4, 5 und 3. Da kann ich immer hier so im Kreis umher. Und dann noch eine maximale starke Zusammenhangskomponente von der 6. Also insgesamt einmal nur die 2, einmal 0 und 1, einmal 4, 3, 4, 5 und einmal die 6. Und wenn ich jetzt nicht nach maximalen starken Zusammenhangskomponenten gesucht hätte, hätte ich natürlich noch viel mehr, weil jeder Knoten ist für sich eine starke Zusammenhangskomponente. Aber da wir aus eben maximale haben wollten, sind es eben genau diese 4. Also die da, die hier und die hier. Gut. Okay, das war's. Dann schauen wir mal, wer heute auf dem Podest steht. Ui. Ein Smiley Pancho. Und? Sean? Sean? Bist du da? So eine Art. Und Eva und Nico, die Zweitplatzierten. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!